Spotfight. Wir leben Wrestling. Jim the Anvil Neidhart verstarb am vergangenen Montag im Alter von 63 Jahren. Dies verkündeten unter anderem Gene Okerlund als auch die WWE Social Media Abteilung. Vor allem bekannt ist der Vater von WWE Superstar Natalya für sein Tag Team mit seinem Schwager Bret Hart gewesen. Zusammen bildeten sie die legendäre Hart Foundation. Bret Hart vermeldete auf Twitter, dass er fassungslos und traurig ist und derzeit keine Worte hat. Auch die Tochter von Jim Neidhart, Natalya, sowie unter anderem auch Triple H und Ric Flair vermeldeten ihre Trauer und ihr Mitleid auf Twitter. Spotfight wünscht allen Angehörigen viel Kraft für die Zukunft. Für den SummerSlam wurde bislang noch kein Match zwischen Bobby Lashley und Elias offiziell gemacht, obwohl beide seit einigen Wochen ein Fädenprogramm bei Raw haben. Stattdessen verkündete WWE nun, dass Elias seinen bisher größten Song bei der größten Party des Sommers performen werde. Erwartungsgemäß dürfte Bobby Lashley ebenfalls Teil des Segments werden. Der ehemalige WWE-Superstar Enzo Amore gab in einem Interview bekannt, dass er für kein Geld der Welt zum Professional Wrestling zurückkehren würde. Amore arbeitet derzeit an einem Hip-Hop-Album und an diversem TV-Content. Auf die musikalische Karriere wolle er sich fortan hauptsächlich konzentrieren. Achtung Raw-Spoiler! Bei der aktuellen Raw-Ausgabe feierte Dean Ambrose sein Comeback nach 8 Monaten Verletzungspause. Ambrose erlitt vergangenen Dezember eine Trizepsverletzung, die ihn bis auf weiteres außer Gefecht setzte. Nun kehrte The Lunatic Fringe in einem Segment mit Dolph Ziggler und Drew McIntyre an der Seite seines altbekannten Partners Seth Rollins zurück. Seth Rollins bestreitet beim SummerSlam diesen Sonntag ein Intercontinental Championship Match gegen Dolph Ziggler, bei dem Dean Ambrose in seiner Ecke stehen und ihn unterstützen wird. Viele Fans spekulierten bereits im Internet über einen möglichen Heel-Turn von Ambrose. Ob es dazu allerdings wirklich kommt, bleibt abzuwarten.